Ich habe ihm einfach mal die Tür zugemacht. In der Hoffnung, dass er wieder reingehen. Und jetzt legen wir das nochmal hin. Das reicht natürlich nicht aus. Einen Baum müssen wir dann noch fällen. Und dann gehen wir gleich schlafen. Also machen wir den restlichen Baum am Folgetag. So. Gut, wir gehen schlafen. Habe ich zugemacht? Ja. Wir gehen schlafen. Schnell was nach. Wir haben schon 5:30 am Ende. So lange streamen wir noch gar nicht. Hey, was ist jetzt? Ups, aus, raus aus den Federn und weiter geht's. Ich würde sagen, wir gucken als erstes hoch zum Laden, was er haben will. Ob wir irgendwas haben, was wir ihm verkaufen können. Währenddessen fahren wir ganz kurz beim Tank vorbei. Ich sitze hier mit meiner Kamera ein bisschen vor dem Interface. Ihr seht nicht die Tankanzeige und so weiter. Ist das schlimm für euch? Soll ich weiter rüber mit der Kamera? Oder ist es so okay? Müsst ihr mir mal sagen. Alles gut so. Vielen Dank, Finny. So. Hopp. Und einmal tanken, bitte. Macht die Kiste voll. Oh, er hat nicht voll getankt, weil wir kein Geld mehr haben. Sehr schick. Also hier gibt es kein Dispo oder Konkurrentkredit. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber okay. So, was gibt es neu im Angebot? Schweinewurst, Rinderwurst. Es gibt eine Rinderwurst. Das heißt, wir haben nicht nur eine Schweineproduktion, sondern wir können auch Kühe produzieren. Rindfleisch. Preismultiplikator plus 2. Nee, ich bringe unsere Kuh nicht um. Und das mache ich nicht. Baum. Ich zwar nicht unbedingt hierher. Da wird er natürlich auch kein Wolfsfleisch oder sowas wollen. Könnte ich mir vorstellen. Und das war zu früh abgebogen, ne? Das war zu früh.
Aber ich hätte gedacht, die hatten eingeführt, dass man irgendwelche Quests jetzt kriegen sollte. Obwohl scheinbar nicht. So. Und wie sieht's aus? Getreidespeicher muss jetzt schon mit 63 gefüllt werden. Also wir werden dann wahrscheinlich anfangen, immer die Milch zu verkaufen. Und meine Kuh? Meine Kuh. 1, 2. Gut, dass wir uns mal gemerkt haben, dass es immer 12 sein muss. Da leidet die Kuh nicht so drunter. So. Kann es Volker beim nächsten Mal verkaufen? Und dann nehmen wir mal die andere Kanne mit. Hier drin noch stand. Den Schwein wird jetzt so richtig fett. Gibt es das nicht mehr? Haben die das gepatcht, dass die nicht mehr ganz so fett werden wie vorher? Die brauchen schon wieder ewig, um groß zu werden. Ich möchte eigentlich mal Geld mit denen verdienen. So, gucken wir hier rein. Wie sieht's aus? Jemand groß? Nein. Achso, hier sind noch keiner drin. Wollen wir mal reingucken. Irgendwas zum sauber machen. Wenn man die 5 Hühner hat, ist das ein bisschen überschaubar. So. Hier wird es groß. Kein Aufreger dabei. Okay. Gut. Dann lässt man die Eier noch hier stehen. Das machen wir heute Nachmittag nochmal. Damit sich das Körbchen noch ein bisschen füllt, bevor wir jetzt wegen jedem Mal zu dem Ding rausrennen. Die Frage ist, irgendwie wollen die Schweine gerade nicht fetter werden. Wollen wir mal eins probieren? Ich würde dir mal vorschlagen, wir probieren einfach mal eins und sehen mal. Und eigentlich die Hütte, wir könnten eigentlich auch hier drin was machen. Wenn wir was brauchen. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Ob die wirklich schon zu groß sind oder nicht. Damals ist immer 26 rausgefallen, aber vielleicht haben sie das jetzt auch kleiner gemacht. Die sind alle. Sind die gleich groß? Die sehen so aus, ne? Davon ist nämlich keines schwer größer als das andere. Entschuldigung, dass du das sehen musstest. 1, 2, 3, 4. Okay, das direkt vor den Tieren zu erschießen, ist vielleicht nicht so tierfreundlich. Da bin ich mal gespannt. Ups. So, da sind schon mal 12. Wir
Wenn die jetzt alle in der Größe sind, wenn die diese andere Größe rausgenommen haben. Das sieht nämlich aus wie 26, dann sind die nämlich immer rammelvoll. Also nochmal 12 und damit sind wir bei 24. Und 26 war ja im letzten Update immer die größte Anzahl, was du rauskriegst. Dann war das Schwein fertig. Nehmen wir nochmal eine Kiste, nochmal 2. Ich nehme jetzt mal. Nehmen wir, oder? Totaler Schwachsinn, was ich mache. Ich nehme es aus der einen Kiste in die andere Kiste, damit ich die Kiste mitnehmen kann. Die Logik ist darin nicht zu übertreffen. So, ab. Und dann gucken wir einfach mal, was prinzipiell mehr bringt. Ob die Wurst, das Gehackte oder was auch immer. So, wir nehmen jetzt ein Stückchen Fleisch. Hineinlegen. Kann ich noch ein Stückchen nehmen? Nein. Was heißt das? Drücken. Produkt nehmen. Gehackt ist wahrscheinlich. Und jetzt haben wir aber damit nichts mehr, was ich machen kann. Was mache ich jetzt gehackt? Das verkaufe ich das so direkt? Schweinefrikadelle. Ah. Müsste ich das jetzt nicht braten können? Ich kann es nicht braten. Wo kann ich den ganzen Topf hier hin tun? Ach Mist. Servus für Wurst brauchst du eine Wurstspritze. Das dachte ich mir. Zockergemeinschaft Switch. Vielen lieben Dank. Aber dafür habe ich gerade kein Geld. Das ist mir klar, dass ich dann keine Wurst herstellen kann. Ohne die Wurstspritze. Ich will gerade gucken, ob ich hier eine gebratene Frikadelle machen kann. Geht aber scheinbar nicht. Also nehmen wir das erstmal nur alles raus. Und rein. So. So, auch das fertig. Jetzt ist es halt bloß gehacktes. Und wie das da ausschwuppt. So. Ich würde es einfach mal probieren, dass wir mal das Gehackte wegbringen. Wir brauchen erstmal wieder Geld, sonst kommen wir an diese Pumpe nicht ran, oder? Und nachdem wir die Pumpe haben, dann. Gehackt ist lecker, das wusste ich doch, dass da jemand anspringt. Das habe ich erwartet, Matze. Das habe ich bei dir vollkommen erwartet. So. Nehmen wir jetzt mal das Gehackte mit. So, Gehacktes haben wir hier. Hier haben wir das Wildfleisch. Das rohe Schweinefleisch mal noch mit. Die zwei Stückchen. Einfach nur mal, um zu gucken, was wie viel bringt. Und
Da sehe ich mich. Matze würde in dem Spiel, wenn wir zusammen zocken, nur da sitzen und die ganze Zeit Charakters machen. Und ich nehme mal das mit. Wie gesagt, ich will nur sehen, ob wir es kaufen können. Vermutlich nicht, weil der Käse ja noch längst nicht fertig ist eigentlich. Muss ja eigentlich bestimmt in die Kühlung oder in der Lagerung oder sowas. Aber wir schauen mal. Sofern das Wort Charakter fällt, ist Matze wieder da. Yubi, kennst du ihn anders? Kennst du ihn in irgendeiner Form anders? Baum. Okay, wir hätten noch ein Stück weiterfahren können bis zur nächsten Kreuzung, okay. Eine Kreuzung zu früh abgebogen. Nee, wir sind nicht zu früh abgebogen, wir sind falsch abgebogen. Ich wollte ja nicht hier, ich wollte jetzt um. Ich muss doch meinem Ruf gerecht werden. Das stimmt, Matze. Wundert mich ja, dass du das gestern bei Raft nicht vorhattest, dass wir Gehacktes aus dem Schwein machen. Mensch. Ich fahre, als wäre ich besoffen. Okay, was in dem Spiel nicht schwer ist, aber trotzdem. Okay, das ist Quark. Also das ist erstmal nur Quark. Da ist noch nichts weiteres drin. Okay, Wildfleisch ist klar. Das kann man so verkaufen. Schweinefrikadellen. Bringt jetzt 25. Also Schweinefrikadelle roh bringt weniger. Was ist denn das für laute Musik? Bringt weniger als das Schweinefleisch. Wir müssen die also noch irgendwie braten. Also es ist wahrscheinlich jetzt erstmal sinnvoller. Ich verkaufe das jetzt einfach mal so. Dann holen wir diese Wurstspritzer. Das war kein Baum. Okay, also jetzt wissen wir, dass wir so dastehen haben, ist Quark. Und es fängt an zu regnen. Jetzt gucken wir mal, dass wir diese Wurstspritze kriegen. Ich weiß nicht, wie teuer die war. Das wäre schon nicht verkehrt, wenn wir die kriegen könnten. So. Moin. Spritze. 235 kostet die manuelle Wurstspritze. Wir müssen erstmal mit dem manuellen Zeug arbeiten, bis wir dann später mal das andere Zeug holen können. Mit Elektroschocker wäre eigentlich was, um die Tiere humane umzubringen, so wie wir es jetzt machen. So. Tschüss.
gerade in unseren Kopf reingeguckt. Und ab dafür. Ich wollte gerade sagen, wenn wir noch was sehen, dann nehmen wir das mit. Jetzt. Mitkommen. Einmal. 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 Noch ein Reh oder Hirsch oder sowas. Rotwild. Hui! Frontflip! Aua! So, wir müssen dann gucken, aber wir haben einen Schwein gekötet, dass wir dann trinken und ein zweites dazu kriegen. Oder wieder eins dazu kriegen. So, wir haben eine Wurstspritze. Ich muss ja mal die Kamera aus Perspektive ändern. So, probieren wir mal aus. Wir nehmen was raus. Nehmen eins raus. Stecken das da rein. Kurbeln wie ein Weltmeister. Und das Bärenfleisch bringt das nimmer viel. Das weiß ich nicht, ob das viel bringt. Also allgemein, das Wild ist schon weniger geworden. So. Die Drücke zum Verwenden, aber wir können kurbeln wie ein Großer, aber das war's auch. Drehen Stern die mal quer hin. Dann müssen wir es so machen. Da muss bestimmt noch ein Topf dazu, ne? Ne? Warte mal. Irgendwie, entweder ist der Tisch zu klein. Der Topf muss da drunter. Bärenfleisch habe ich an sich auch mal relativ wenig gekillt, weil das probieren wir das mal so. So. Macht er was? Ist das verkehrt rum? Muss das so rumstellen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie Wurst hergestellt. Muss denn das gemacht werden? Also ich weiß nicht, ob es so richtig ist. Gibt es ja kein Tutorial. Brauchen wir noch irgendwas? Weil eigentlich kommt ja Wurst in den Darm rein oder sowas. Da gab es doch keinen künstlichen Darm zu kaufen, oder? Gab es da sowas? Du kannst auf dem Boden landen. Hab nichts gesehen. Aber es klingt ja so, Zockergemeinschaft, als wenn du das schon mal gemacht hast. Wurst hergestellt. Also wie kriege ich jetzt das Ding da rein?
Kannst ja schlecht hier so drauf bauen. Sieht zwar schick aus, aber hat nichts, keine Bewirkung. Der muss es ja theoretisch da rauszutscheln und dann hier in die Wurst rein. Oder liege ich da jetzt falsch? Vom Bild hier auf dem Karton würde ich das so interpretieren. Ich kann es halt auch nicht reindrücken. Wenn ich verwende, dann ist das fallen. Dann kann ich hier fröhlich rumkurbeln. Ansonsten müssen wir wirklich rohes Schwein verkaufen. Sagen wir 30 Stück durch mal 20, 26 Stück mal 30 und 30 sind 600. Also wir kriegen auf alle Fälle aus einem Schwein wieder zwei Schweine raus, das ist schon nicht verkehrt. Aber irgendwas stimmt hier mit der Fleischdings nicht. Oder muss das die Fleisch drunter direkt, dass man sagt, das muss hier zusammen? Dann fällt das von einem ins nächste, das macht ja gar keinen Sinn. Weil wenn hier jemand eine Idee hat, bitte sagen. Würde mich drüber freuen. Wir gehen erstmal schnell schlafen. Wir können maximal nochmal beim Laden gucken, ob ich irgendwas übersehen habe, was wir noch brauchen könnten. Ich habe die Hühner vergessen, drum zu kümmern. So, die Hühner fressen jetzt natürlich hier fleißig. Das heißt, wir brauchen immer ein bisschen was da. Damit wir genügend Futter nachfüllen können jederzeit. So. Nimm mal das Körbchen. Kann es aber sein, dass die hier scheinbar gar keine Gefruchteten leben, oder? Hast du irgendwie das Gefühl? Die legen hier keine wirklichen befruchteten Eier mehr. Das wäre natürlich ärgerlich. Guck mal. Eins, zwei, drei, vier. Okay, ihr seid vollzählig, dann kommt ihr hier rein. Bitteschön. Bitteschön. So, und die werden größer. Machen wir zu. Machen wir auf. Also zumindest scheint es nicht so, als würden die hier befruchtete Eier legen. Lass mich raten, die können sich nur im Hühnerstall vermehren. Wenn die sich nur im Hühnerstall vermehren können, ist das natürlich äußerst ärgerlich. Würde natürlich Sinn machen, da fühlen sie sich wohl oder sowas, keine Ahnung. Funktioniert mir meine schöne Technik überhaupt nicht.
Dann heißt das, können wir heute das nämlich alles noch wieder rückgängig machen. Mit den Hühnern, wenn das nicht klappt. Ach Mensch, lass doch mal den Korb stehen. Kann ich hier den Korb in die Hand nehmen und kann hier einfach was so machen? Nee, doch, da sind Befruchtete drin. Es sind Befruchtete drin. Nämlich hier. Und hier ist befruchtet. Und ein Ei ist runtergefallen. Zum Glück ein unbefruchtetes. So, die Befruchtungszahl ist irgendwie... deutlich geringer. Hey, sorry, aber um den Käse zu machen, brauchst du eigentlich das Big Farmhaus. Ja, das habe ich schon vermutet, dass ich da was brauche. Aber doch das. Aber mir geht es jetzt nicht um den Käse, mir geht es jetzt gerade eigentlich um die Wurst. Der Käse, okay, darauf kann ich verzichten jetzt gerade. Aber warum geht die Wurst nicht? Ich habe doch die Wurstmaschine dafür da. Ich meine, wir können es auch so lassen und verkaufen. Du sollst dich dazu nicht belesen, mein Lieber. Wenn ihr es nicht wisst, dann wisst ihr es nicht. Alles gut, aber jemand anderes Video zu gucken, muss nicht sein. Alles gut. Wir machen es einfach wie folgt. Wir werden erstmal vorerst nur Schweinefleisch so verkaufen. Mach das, Matze, mach das. So, dir der ist voll. Zweimal das, das. Okay, und ich würde jetzt nochmal ein Schwein erledigen. Dann brauchen wir aber nochmal 24. 26 Stück, das heißt nochmal 3 Kisten. Jetzt noch mal kurz um. Bleib bitte mal drin. Du kommst mal bitte mit. So. Das müssen die ja nicht sehen, ne, meine Kleine? Verkaufen wir es halt erstmal so. Das Fleisch ist ja fast noch genauso effizient wie damals, als wir noch 5 Dollar billiger gewonnen. So, Kiste ist voll. Das ist voll. Hier ist noch Platz. So, auch voll. Und wir nehmen noch das. Das scheint auch wieder 26 gegeben zu haben. So. Halt. Machen wir vorne wieder auf. Ich probiere mal 2 Schweine wieder zu kriegen, die wir dann nachzüchten können.
So. Und wir fahren direkt hoch zum Burgerladen in der Hoffnung, dass wir da einfach ein bisschen mehr Geld kriegen. Wenn wir es eh bei Beinbau kaufen können, müssen wir es ja gar nicht vergleichen. Wir können einfach da direkt verkaufen, fahren dann rüber und holen da noch ein Schwein wieder. Oder zwei Schweine optional. Geht das auch zu verkaufen, wenn ich hier draußen drin stehe? Mal gucken. Da hat er noch ganz schlau vor der Tür geborgt. So, wir probieren es mal hier. Ja, er kennt es auch. So, was bringt denn die Milch? 40 Milch, 5,1 Euro pro Liter. Kriegen wir heute ein bisschen mehr? Warte mal. Haben wir heute ein bisschen Bonus drin? Milch, ja. Wildfleisch ist hier auch heute mal. Und Hühnchen. Huhn habe ich nicht. Will ich nicht. Also Wildfleisch bringt ein bisschen mehr. Nicht viel. Und die Milch bringt ein bisschen mehr. Immerhin. Da haben wir 1400 schon mal zusammen. Wunderbar. Und jetzt fahren wir rüber. Und holen uns jetzt nochmal zwei Schweine, wenn wir jetzt zwei gekillt haben. Oder vielleicht sogar drei, ja. Hat der eigentlich auch eine Anhängerkupplung hinten dran? Der hat keine. Schade. Also dann hätte ich nämlich gesagt, machen wir die Tiere in die, auf die Ladefläche und auf den Anhänger tun wir die Kisten drauf stapeln. Guten Morgen. Ich hätte gern 1, 2, 3 Schweine. Wir haben 2 gekillt. Machen wir 3 hier rein. Komm, wir machen 4. 4 passen auf alle Fälle. Und das. Und Dankeschön. Wieder alles ausgegeben, ich weiß. Und dann müssen wir mal gucken, was so der Anhänger kostet. Mitkommen. Danke. So. Was genau mit? Wunderbar. Und mitkommen. Das geht natürlich nicht da lang, ist klar. Was sagen wir deine Familie? Bring dir Freunde mit nach Hause. So, und hüpf rein da. Wupp. Wunderbar. Man kann die nämlich auch schön stapeln. Intensive Ladungssicherung. So.
Ich glaube, der hat keine Möglichkeit, einen Anhänger hinten dran zu hängen, ne? Wenn wir jetzt nochmal Anhänger gucken. Kleiner Anhänger für 600. Und der große kostet 2,1. Das für Fahrzeuge, klar. Oh, motoriger Rasenmäher. Es gibt bei den kleinen Rasenmäher. Schön. Und ich wette, mit einem Laptop kann man sich Sachen bestellen nach Hause. Aber so ein kleiner Anhänger, vielleicht hinten an diesen Caddy dran. Dann müssten wir theoretisch hinten die Kisten aufs Auto und auf den Ladefläche kommen dann die Schweine drauf. Dann kannst du halt immer zwei Schweine holen. Ein Zweck bringen, zwei holen. Ein Zweck bringen, zwei holen. So in der Art. Aua. LKW mit Frontradantrieb, ernsthaft? So Leute, wir haben ein kleines Problem. Erklärt es auch. Ich muss nur an den Baum da hinten vorbeikriegen, dann krieg ich schon rückwärts runtergestoßen. Na komm schon. Halt keine Bewegung mehr drauf. Man hat ja noch Frontradantrieb. Ich war gezwungen dazu, tut mir leid. Das war nicht geplant, aber wir nehmen natürlich das Holz mit. So. Ja. Wo sind die anderen Stämme hin? Ach Mensch, drücke ich wieder Tab. Immer diese Cyberpunk-Steuerung, schlimm. Das müssten noch 5 sein, ne? Fehlt noch einer. Und gut, stehen aber nicht. Ja. Jetzt sammeln nicht gegen die nächsten Baumjunge. Alter. Kann man die Community zum Schieben kommen, bitte? Ich glaube, wir haben den kleinen Bug gefunden. Voilà. Jubi hilft selbst beim LKW schieben, ja, das stimmt. So.
Warte. Warte, ich weiß das laut. Alter, das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Wenn ich hier noch irgendwo die Balken hin tue und ich möchte gerne mitnehmen. Hat jemand so schlau eingepackt, dass er alles voll ist. Ah, Mann. So. Jupi nicht mit so viel Kraft. Ja, klar, Jupi war schuld. So. Ne? Nimm natürlich das Holz mit. Wie gesagt, ich lasse hier nichts zurück. Gerade wenn wir das neue Haus bauen wollen irgendwann mal. Und dafür das Geld haben wollen. Ich denke mal, jetzt können wir damit fahren wieder. Noch Stimme? Ich hoffe, jetzt klappt. Jetzt steht hier kein Baum mehr in der Nähe. So. Vielen Dank für alle, die mitgeholfen haben beim Schieben. Vielen lieben Dank.